Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin Redakteur bei der Tageszeitung Taz in Berlin und möchte Ihnen ganz kurz sagen, was Sie heute Abend erwartet. Das ist eine Veranstaltung der Taz und des Westend Verlages. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Taz, mit der Zukunft des Journalismus im Allgemeinen, der Taz im Besonderen. Und ich möchte Ihnen vorstellen, ein Buch, das wir, die Taz, das ich mit einem Kollege, Matthias Bröckers und ich, zusammen gemacht haben, was die Vergangenheit der Taz ins Zentrum rückt. Ganz kurz zum Ablauf. Nach dieser kurzen Vorstellung dieses Buches 40 Jahre Taz, die ein paar Minuten dauern wird, gibt es eine Diskussion hinter mir, Sie sehen die Namen schon. Dabei ist Bascha Mika, die Sie kennen werden, wenn Sie aus Frankfurt sind, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, auch lange Chefredakteurin der Taz gewesen. Aline Lüllmann, die bei der Taz arbeitet. Friedrich Küppersbusch aus Köln, Fernsehproduzent, als Journalist angekündigt, aber auch Fernsehproduzent. Und Karl-Heinz Ruch, Kalle Ruch, der Geschäftsführer der Taz, moderieren wird Tanja Martini. Und die Frage ist, wie Zeitungen diese schwierige Situation der Transformation von Print ins Digitale bewerkstelligen können. Danach gibt es eine kurze Pause, ungefähr 10 Minuten, dann beginnt der zweite Teil, den der Westend Verlag bestreiten wird. Das ist eine Diskussion mit 4 verschiedenen Autoren des Westend Verlages, Jens Berger, Christoph Putterwege, Rainer Mausfeld und Peter Zudeik, zu der Frage, rechts vor links, wohin treibt die Republik? Und um 21.30 Uhr beginnt der entspannendere, vielleicht nicht entspanntere Teil des Abends mit Jean Trouillet, der draußen auflegen wird. Als allererstes ein paar Worte zu diesem Buch. Ich habe es mitgebracht, es ist nicht so ganz einfach, es ist nämlich ein sehr schweres und großes Buch. So ein Coffee-Table-Buch, 40 Jahre Taz, das Buch, das ich, wie gesagt, das Matthias Bröckers und ich zusammen redaktionell betreut haben. Wir ein ganz knapper, ganz knapp was drinsteht, oder wie unser Ansatz war. Die Bild-Zeitung hat sowas Ähnliches gemacht vor 1 oder 2 Jahren. Die haben einfach 400 Seite 1 hintereinander geklebt. Und das war nicht der Weg, den wir beschreiten wollten. Wir haben zwar viele Faksimiles, ungefähr, es hat 400 Seiten das Buch, 150 Seiten sind Faksimiles aus der Taz-Geschichte, die interessanterweise in diesem Buch, fand ich, besser zu lesen sind als in den Original-Tatzen. Und wir haben zudem aber eine ganze Reihe von Texten geschrieben, redaktionell betreut, akquiriert, die versuchen, die Taz und die Geschichte der Bundesrepublik in Beziehung zu setzen. In Form von 4 längeren Essays zu den verschiedenen Dekaden und in Form von Themen, Taz und Raff oder Taz und die Grünen oder die Ökologiebewegung. Und ob diese Form von in der Tat etwas ambitionierter Selbsthistorisierung gelungen ist oder nicht, das können natürlich nur Sie beurteilen. Wir haben einen kleinen Film, ein kleines Making-of gemacht, das so 2-3 Minuten ist. Und das wäre schön, wenn wir das jetzt sehen könnten. Entstanden verschiedene parteiunabhängige linke Tageszeitungsinitiativen.
Mitglieder verschiedener regionaler Alternativgruppen, unter ihnen der Berliner Rechtsanwalt Christian Ströbele, kündigten vor einem Jahr auf dem Tunix-Treffen ihr Projekt mit dem Namen Die Tageszeitung an. Etwa vor einem Jahr bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, so ein Buch zu machen, weil ich vor 30 Jahren das schon mal gemacht habe. Zum 10. Geburtstag der Taz, dicke Dokumentation. Allein wollte ich das nicht machen, wen hole ich mir dazu? Isabel hat die Bildredaktion gemacht, Stefan Reinecke und ich haben die Textredaktion gemacht. Ich war für alle Fotos zuständig und habe mich dann durch den ganzen Schlamm gewühlt und dieses Taz-Archiv, wir haben ja noch ein Handarchiv, die alten Bilder rausgesucht, aber ich habe auch von vielen ehemaligen ganz viel Material bekommen und alte Tatzler haben uns auch Fotos geschickt. Es war nicht so einfach, 40 Jahre Zeitung, 500.000 Seiten hat die Taz seit 78 gedruckt, seit der ersten Nullnummer, da eine Auswahl zu treffen. Und deshalb war Isabel sehr wichtig für dieses Projekt, weil wir ein Bilderbuch großformatiges Werk, was man blättert, wo man natürlich auch sehr viel zu lesen hat, das sind 400 Seiten und ist richtig dick, aber dass man einfach auch blättern kann und die Bildgeschichte der Taz aussieht. Also ich würde mir das Buch kaufen, weil es zwei verschiedene Dimensionen zeigt. Man hat einmal die Geschichte von der Zeitung über einen Zeitraum von 40 Jahren und man hat auch so einen politischen und gesellschaftlichen Abriss über diese Zeit. Also man begegnet ganz oft so Fotos oder auch Taz-Seiten und Geschichten, die so Aha-Momente haben. Auch mir selber ging das so, dass ich das vergessen hätte, wenn mir das nicht wieder in Texten begegnet wäre. Anfang Juli haben wir mit dem Layout angefangen und haben zwei Grafiker gehabt, die das Design gemacht haben von dem Buch und die es auch produziert haben dann mit uns zusammen. Und da hatten wir mehrere sehr lange Sitzungen, wo Isabel dann mit ihrem Fotostick vorbeikam und dann hatten die Grafiker, die Layouter noch 10 Tage, die Druckvorlage fertig zu machen und am 1. August ist das Ding in den Druck gegangen. Überlegt, Moment, für so ein Jubiläum holt man sich Grußworte. Ja, fragen wir Gerhard Schröder oder Angela Merkel oder schlag mich tot, ob die jetzt schreiben, ja, herzlichen Glückwunsch und die Taz ist eine ganz wichtige Zeitung und so ein Zeug. Haben wir alles komplett weggelassen. Es schreiben also nur Autorinnen und Autoren, die hier aus dem Haus kommen oder hier im Haus waren. Ich habe schon vorgeschlagen, jeder Volontär, der hier anfängt, der muss das komplett lesen und wird dann geprüft, weil die Taz ist ein einzigartiges Unternehmen in gewisser Weise, nicht so ganz vergleichbar mit anderen. Und in dem Buch kann man eine Erfahrung davon kriegen, wie anders die Taz früher war und wie anders sie auch noch heute ist. Und deshalb wäre das für Volontäre, Praktikanten oder andere, die hier einen Job suchen, meines Erachtens Pflichtlektüre. So, ja, ich habe ja eigentlich schon alles gesagt zu dem Buch. Vor 40 Jahren hier in Frankfurt bei der Buchmesse ist die erste Nullnummer der Zeitung gekommen. Die Buchmesse war ein ganz wichtiger Platz, weil ja eine Frankfurter Initiative und eine Berliner Initiative hier waren, die sich hier auch zusammengefunden haben. Hier ging also alles los. Wir haben versucht, Stefan hat ja auch schon ein paar Takte dazu gesagt, wir haben versucht, eben nicht nur die Geschichte der Zeitung, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte zu dokumentieren und zu präsentieren in dem Buch. Und die Veranstaltung heute steht ja unter dem Titel Gegendruck, haben wir uns mit den Westend-Leuten überlegt. Und das ist jetzt ein Druckerzeugnis, ja, opulenter Art. Und wir haben es deshalb auch so schön gemacht, weil man nicht weiß, wie das in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Und über die Zukunft der Zeitung
werden jetzt die Kolleginnen und Kollegen diskutieren und ich wünsche Ihnen ja angeregte Unterhaltung. Fragen können hinterher vielleicht auch noch gestellt werden. Okay, danke. Die Männer haben wie immer länger geredet, als sie sollten. Aber es ist noch im Rahmen. Es geht noch. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Tanja Martini, ich bin Redakteurin im Kulturressort der taz und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Diskussion Die Zukunft von Journalismus und Zeitungen im digitalen Zeitalter. Ja, also es geht um die Zukunft. Die Vergangenheit haben wir jetzt abgeschlossen mit dem Buch. Für mehr Vergangenheit müssen Sie das Buch kaufen und reinschauen. Es lohnt sich. Wobei die Situation heute vielleicht sogar mit der vor 40 Jahren vergleichbar ist, dass man tatsächlich an einem Punkt steht, wo man gar nicht weiß, wie es weitergeht. Kalle Roch hat mir gerade vorhin noch mal erzählt, dass es vor 40 Jahren so war, dass man gar nicht wusste, bleibt die taz jetzt in Frankfurt oder muss sie nach Berlin? Aber Zukunft, also Zukunft. Auf der Buchmesse ist man als Journalistin, was das eigene Krisendasein angeht, gerade in bester Gesellschaft, sprach man die letzten Jahre doch vor allem über die Zeitungskrise, ist das Thema in diesem Jahr tatsächlich vielmehr die Buchkrise, die ja voll zugeschlagen hat. Was nicht heißt, dass wir Zeitungsmacher uns nun entspannen können, im Gegenteil. Zwischen all die Schockerstarrten und Totengräber in der deutschen Medienbranche hat Kalle Roch in diesem Sommer auch einen echten Flock eingehauen. Unter dem Titel Szenario 2022 hat er eine Strategie entwickelt, die einige wachgerüttelt haben dürfte, über diese und andere mögliche Strategien für die Zukunft im digitalen Durcheinander möchten wir heute Abend sprechen. Begrüßen Sie bitte mit mir Kalle Roch, Mitbegründer der taz und seit 1978 Geschäftsführer der taz. Bascha Mika, 10 Jahre taz-Chefredakteurin, ich glaube so lange, 11, aber auch 10 Jahre hat keine vor ihr und nach ihr durchgehalten. Also 11 Jahre Taz-Chefredakteurin bis 2009 und seit April 2014 ist sie Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Herzlich willkommen. Friedrich Küppersbusch, er ist Journalist, seit 15 Jahren Taz-Kolumnist und Fernsehproduzent. Er hat unter anderem Maischberger mal produziert, er ist aber viel bekannter er wurde tatsächlich mal der heilige Franziskus des deutschen Fernsehens genannt. Stimmt das? Wahnsinn. So viel Theatralik, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Zack, die Sendung Zack war legendär. Friedrich Küppersbusch. Und rechts neben mir Aline Lühlmann. Sie leitet die Abteilung Digitale Transformation in der taz. Sie ist also unsere Zukunft und sie ist das Gesicht hinter taz.zahlig. Herzlich willkommen, Aline. Ja, fangen wir mit Kalle an. Kalle, du hast gesagt, das Zeitalter der gedruckten Zeitung ist zu Ende. Das Zeitalter der gedruckten Zeitung ist zu Ende. Der Journalismus lebt aber im Netz weiter. Dein Szenario 2022 hat für sehr viel Aufregung gesorgt, nicht nur in der taz, auch in anderen Medienhäusern, auch vor allem bei unseren Lesern und Leserinnen. Bevor du uns mehr über das Szenario erzählst, möchte ich dich fragen, hast du das Szenario einfach falsch kommuniziert oder sind die anderen viel konservativer als du? Also ich habe ja eigentlich, oder nicht ich, sondern wir, das haben mein Kollege und ich zusammen gemacht, mein Kollege Andreas Bull. Also wir haben viel Lob bekommen, wir haben gerade auch aus der Branche viel Lob bekommen, weil das, was wir da aufgeschrieben haben, wird natürlich überall diskutiert, die Zukunft der gedruckten täglichen Zeitung wird überall, Bascha nickt, wird überall diskutiert. Es traut sich nur niemand auszusprechen und das haben wir gemacht, auch als Reaktion auf einen Innovationsreport, der schon ein paar Wochen früher erschienen ist, in eine Redaktionsgruppe in der taz gemacht hatte, eine Gruppe von im Wesentlichen Journalisten, die Diskussion angefangen haben, also wie Innovation des Journalismus. Und
Wir haben den, also mein Kollege und ich, wir saßen uns gegenüber an den Schreibtisch und haben uns gefragt, als wir den Innovationsreport gesehen haben, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas läuft da schief. Wir reden ja schon seit langer Zeit, also seit 2000, seit der Jahrtausendwende war die erste Zeitungskrise, dann gab es nach der Finanzkrise die zweite Zeitungskrise, reden wir über die Zukunft der Zeitung. Und die Taz hatte schon im Jahr 2011, hatten wir schon einen Strategieprozess gemacht, in 10 Jahren gibt es keine gedruckte tägliche Zeitung mehr. Und das wurde alles zur Kenntnis genommen, aber in diesem Innovationsreport wurde so gesagt, naja, in 10 Jahren gibt es keine gedruckte Zeitung mehr, 2021. Sie haben dann mal die Zahlen genommen der Auflagen, der täglichen gedruckten Auflagen und haben dann gesagt, naja gut, dann gibt es noch 22.000 Abos vielleicht im Jahr 2021. Und wenn das dann nicht mehr geht, naja, dann machen wir vielleicht ein paar Seiten weniger oder wir machen eine Ausgabe weniger am Samstags und so. Aber wir steigern natürlich immer die Preise, weil wir ja immer mehr Geld brauchen für die, bei der geringeren Auflage. Da haben wir uns gedacht, also irgendwie läuft da was schief. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal ein Szenario aufstellen. Wir gehen mal davon aus, dass wir kommen am 2. Januar 2022 zur Arbeit und müssen nicht mehr für die täglich gedruckte Zeitung arbeiten, sondern die gibt es dann nicht mehr. Und dieses Szenario haben wir aufgeschrieben als Zahlenszenario. Wir sind ja schon seit ganz vielen Jahren dabei, seit 2011, diesen Transformationsprozess von der täglich gedruckten zum digitalen zu gehen. Wir waren 2009, das war Fukushima der Bahnhof in Stuttgart, die Taz war gut im Rennen. Wir haben gesagt, irgendwie, wir müssen diesen Prozess der Diversifikation unserer Angebote angehen. Wir haben damals die Wochenendausgabe entwickelt, wir haben das Wochenendabo eingeführt, wir haben das E-Paper eingeführt und wir haben in den letzten Jahren auch so etwas wie Taz zahlig als freiwilliges Bezahlmodell für Online-Publizistik eingeführt. Wir können doch jetzt mal einfach die Rechnung aufmachen. Es gibt keine täglich gedruckte Zeitung mehr und diese anderen Angebote, die wir alle haben, Wochenendabo, E-Paper-Abo, App und tatsächlich, welche Dimensionen müssen wir erreichen, damit sich das dann rechnet? Und die Rechnung war einfach eine Fortschreibung von Plausibilitäten. Die Taz muss überhaupt keinen neuen Höhen von Auflagen erreichen, damit es sich tatsächlich rechnet. Also man kann sagen, dass wenn es denn passieren würde, aus welchen Gründen auch immer, und wir, also auch Bascha wird das bei der Frankfurter Rundschau mitkriegen, dass die Achillesferse eigentlich der überregionalen Tageszeitung der Vertrieb ist. Also wenn man ein bisschen was vom Zeitungsmarkt in Deutschland kennt, dann weiß man, eigentlich ist der deutsche Zeitungsmarkt ein Markt von Regionalzeitungen. Die sind alle nach dem Krieg von den Alliierten lizenziert worden, 1947, 1946. Und dann war das Geschäftsmodell ein halbes Jahrhundert lang so, dass morgens wurde das Scheunentor aufgemacht, das Geld flog rein, abends wurde das Scheunentor zugemacht, das Geld wurde gezählt. Das war das Zeitungsverlagsgeschäft. Zeitungsdruckmaschinen waren Gelddruckmaschinen. Das hatte seinen letzten Höhepunkt hatte das, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Da war diese Schlacht um Mannesmann und Vodafone. Da musste die Süddeutsche Zeitung Anzeigen ablehnen, weil sie nicht so große Umfänge drucken konnte. Das war das letzte Mal, dass die Tageszeitung wirklich einen Höhepunkt hatten. Dann kam die erste Zeitungskrise, das war nach 9/11, 2001, Golfkrieg und sowas. Solche Krisen führen immer zu Globalisierungs- und Wirtschaftskrisen, führen immer dazu, dass die Anzeigen untergehen, darunter leiden zuerst die Tageszeitungen und die Medien. Das war wieder bei der Finanzkrise so, die Anzeigen waren weg. Zwischendurch passierte der ganze strukturelle Verlust der Rubrikenanzeigen von Autos und Jobs und Immobilien und sowas, die ins Netz gegangen sind. Also die Zeitungskrisen waren massiv. Und seitdem überlegen Zeitungen eigentlich, wie sie in die digitale Zukunft kommen. Die Auflagen, die täglich gedruckten Auflagen, das kann man in den ganz normal offiziell verbreiteten Auflagenmeldungen nachvollziehen,
gehen drastisch runter, gehen wirklich so dramatisch runter, dass man eigentlich schon, wenn man die Kurve verlängern würde, sehen würde, wann die den Nullpunkt schneiden. Die Papierauflagen gehen dramatisch runter. Es gibt digitale Alternativen, aber es gibt kein Geschäftsmodell für zum Beispiel Publizistik im World Wide Web. Da war am Anfang die Hoffnung, im Netz sind die Reichweiten unendlich. Und weil das Anzeigengeschäft eben über Reichweiten funktioniert, dann werden auch die Anzeigenerlöse unendlich sein. Das hat nicht funktioniert. Die Anzeigenerlöse sind ganz woanders hingegangen. Die sind nicht zu den Verlagen und nicht zu den Zeitungen hingegangen. Und es wurde lange dann über Bezahlmodelle diskutiert, über Modelle von Mietert-Modellen oder Freemium-Modellen, also irgendwelche Bezahlschranken, die man aufmachen wollte. Heute ist das so, dass diese Idee von Bezahlen im Netz gehen, ganz klassisch in die alte Richtung von dem, was Zeitungen verstehen, gehen in Abonnementmodelle, also digitale Abonnementmodelle, Name, Anschrift, Einzugsermächtigung, Bankkonto, das sind diese Kunden brauchst du, damit du deinen Journalismus finanzieren kannst. So ist die Situation überall, die Krise ist massiv, es gibt mindestens einmal in der Woche irgendeine Schreckensmeldung. Mich hat im Sommer, als wir dieses Szenario geschrieben haben, kam die Meldung aus Österreich von Morava, das ist ein 150 Jahre alter Zeitungsvertrieb, der alle Tageszeitungen an die Kioske bringt. Davon gibt es in Österreich zwei, Morava ist der größere. Die haben den Tageszeitungsvertrieb eingestellt mit der lakonischen Begründung, es lohnt sich nicht mehr, es rechnet sich nicht mehr. Das ist so, also wir kennen alle, Sie und ihr uns Abonnenten erkennt die Lieferprobleme. In den Zeitungen, in den Verlagen gibt es Sanierungsprozesse. Bei den Regionalzeitungen ist ein unglaublicher Konzentrationsprozess im Gange. Es werden am Ende eine Handvoll bis 10 große Regionalzeitungsverlage überbleiben. Die Frankfurter Rundschau ist inzwischen bei Dr. Ippen angelangt, nachdem sie 4-mal weitergereicht wurde. Und das Geschäft der überregionalen Tageszeitung ist etwas ganz Spezielles. Es ist ein ganz kleines. Es gibt nur noch ganz wenige überregionale Tageszeitungen. Jetzt sage ich nichts zur Frankfurter Rundschau. Und es gibt nur noch ganz wenige überregionale Tageszeitungen. Und sie haben wirklich das Problem, dass sie abhängig sind von diesen vorhandenen Vertriebsstrukturen. Das ist im Kioskvertrieb ist es so, dass ganz wesentlich dieser Zeitungsvertrieb bei den Tageszeitungen, der überregionalen Tageszeitung, zum Beispiel auch abhängt von der Bild-Zeitung, die natürlich die größte Menge da macht und auch einen noch stärkeren Auflagenrückgang hat als alle anderen. Die überregionalen Tageszeitungen sind ganz abhängig von dem Vertrieben der Regionalzeitungen. Und nach diesem halben Jahrhundert, wo Zeitungsmachen Gelddrucken war, stellen wir heute fest, dass die Zeitungsverlage nicht mehr in der Lage sind, den Mindestlohn für die Zusteller zu bezahlen. Da gab es jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, bei der Großen Koalition, hatte die CSU dafür gesorgt, dass in den Koalitionsvertrag reingeschrieben wird, dass damit für Zeitungszusteller der Mindestlohn gezahlt werden soll, die dafür notwendigen 15% Rentenversicherung zu 10% vom Staat bezahlt werden sollten. Das wurde ausgerechnet in der Taz von zwei CDU-Abgeordneten kritisiert als ordnungspolitischen Fehler. Da sieht man, wie groß die innere Pressefreiheit der Taz ist, dass die Taz-Journalisten immer noch schreiben können, dass es ein Fehler ist. Also das ist dieses System der Da zerbricht ein System, was über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert hat, das zerbricht. Und wir als Taz wollen da nicht mit zerbrechen. Also wir sind ja als Zeitung eine spätgekommene Zeitung. Als die Taz kam, war der Markt schon sortiert. Die Lizenzen waren verteilt, die Lizenzen zum Gelddrucken. Es gab zwei Zeitungen, die danach kamen. Das war die eine war 1952 die Bild-Zeitung, die andere war 1978, 79 die Taz. Und die FTT kam und ging wieder. Und die Taz hat es eigentlich nie geschafft. Also der Markt war
verteilt und die Taz hat es nie geschafft, in den wesentlichen Teil dieses Zeitungsmarktes, nämlich in den Anzeigenmarkt, reinzukommen. Also zu den normalen Zeiten der Zeitungen, also in diesem halben Jahrhundert, da haben sich Zeitungen zu zwei Drittel über Anzeigen finanziert. In diesen Markt ist die Taz nie reingekommen. Das hatte eine Konsequenz, das hatte zum Beispiel die Konsequenz, das kennst du auch, Bascha, dass man in der Taz, ich will nicht sagen nur die Hälfte der Gehälter, aber gefühlt die Hälfte der Gehälter zahlen konnte. Weil was auf der einen Erlösseite fehlt, das kann man auf der anderen Seite, der Kostenseite nicht ausgeben. Das hat aber auch dazu geführt, dass die Taz sich es geschafft hat, sich wunderbar anzupassen an die Bedingungen einer von Leserinnen und Lesern finanzierten Zeitung. Deswegen war die Taz von dem, das was Zeitungskrise dann war, 2001 und 2009, nämlich der Rückgang, der Verlust des Anzeigengeschäftes, nicht betroffen. Das war nicht unsere Krise. Deswegen sage ich auch immer, die Zeitungskrise ist nicht unsere Zeitungskrise. Und das, was jetzt passiert, dass der Weg von Print ins Digitale, das ist etwas, was wir auch wissen. Und ich finde auch, das ist jetzt eigentlich so auch eine Resonanz auf diesen, auf die Veröffentlichung dieses Szenarios. Also wir haben das ja erst in der Taz diskutiert und in der Genossenschaft diskutiert und dann öffentlich diskutiert, ist auch, also dass es gibt zwar einen Verlust, es schreiben uns Leute, dass sie sagen, das Rascheln beim Frühstück und so, das fehlt. Es hat keiner geschrieben, mir fehlt dann die Zeitung in der U-Bahn oder Bus, weil da nimmt sie keiner mehr mit. Da sieht man nur noch Handys und so digitale Sachen. Ich glaube, dass wir uns als Taz sicher sein können, dass wir das Schwinden dieses Papieres überleben werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Zeitungsmarkt ansonsten auch überleben wird, weil es ist ja eine Frage eines funktionierenden Geschäftsmodells. Ja, Bascha, da möchte ich gleich mit dir anschließen. Die Frankfurter Rundschau ist jetzt gerade zum zweiten Mal verkauft worden. Angeblich stehen ich sag mal, eher regionale Zeitungen, ich will jetzt nicht sagen Regionalzeitungen, in der Krise besser da als überregionale Zeitungen. Also die allgemeine Diagnose ist, regionale Zeitungen überleben eher. Die Frankfurter Rundschau ist jetzt gerade wieder verkauft worden, also ihr seid auch wirklich krisengeplagt. Ich möchte dich fragen, welche Szenarien spielt ihr durch? Sind das ähnliche wie unsere? Also ähnlich sicher, aber sind das die gleichen? Wenn ich zum Beispiel nämlich an Springer denke, an die Welt, die haben gesagt, nein, wir stellen auf keinen Fall die Printzeitung ein. Wir werden weiter drucken. Wie sieht es bei euch aus? Also die Rundschau ist nicht verkauft worden, weil sie in der Krise war, im Gegenteil. Sie war in der Krise lang genug und lange Zeit bis hin zur Insolvenz. Und seit der Insolvenz hat sie sich großartig entwickelt und hat Gewinne gemacht und sonst etwas. Also das ist nicht der Grund, dass sie verkauft worden ist, sondern der Grund ist, dass die FAZ, was ich ihr wirklich ausgesprochen übel nehme, meinte, sie müsse sich jetzt nur noch auf sich selbst konzentrieren. Wir waren ja alle in der Medienbranche sehr skeptisch, als die FAZ die Rundschau gekauft hat. Aber für die Rundschau war es an vielen Punkten richtig, richtig gut. Und zumindest sagen die neuen Verleger, dass sie auf Print setzen. Und dass sie Print lieben und Print weiterentwickeln wollen. Ich bin auch mit deiner Beschreibung, Kalle, nicht an allen Punkten einverstanden. Natürlich hast du an vielen Stellen recht und vor allen Dingen hast du damit recht, dass wir radikal denken müssen. Und dazu hat sich die Taz ja immer angeboten, weil sie auch sehr viel freier denken kann, weil sie eben keinen Konzern im Rücken hat und so weiter und so weiter. Was nicht ganz richtig ist, dass alle Zeitungsverlage in der Krise sind. Es gibt immer noch genügend Verlage, die machen Umsatzrenditen im zweistelligen Bereich und die gehen teilweise sogar über die 20% hinaus. Dann möchte man nicht wissen, wie die Zeitungen dann teilweise aussehen, also in welcher Qualität diese Zeitungen gemacht werden und ob man dann von Qualitätsjournalismus reden kann oder
ob diese Zeitungen deswegen immer noch Geld für ihre Verleger verdienen, weil sie extrem runtergespart sind, weil sie aber in Einzeitungskreisen erscheinen und den Leuten, die eine gedruckte Zeitung haben wollen, gar nichts anderes übrig bleibt. Wenn sie so ein Regionalblatt haben wollen, dann gibt es halt nur eins. Aber das muss man eben mitbedenken. Also, und ich bin überzeugt, dass sehr viele Verlage die Zeitungen ausquetschen werden bis aufs Blut. Das heißt, bis zum letzten Moment so viel Geld rausziehen werden, wie es irgendwie geht. Das heißt natürlich nichts Gutes für die Zukunft des Journalismus und die Zukunft der Zeitungen. Auch Zeitungen, die nicht unmittelbar in der Krise stecken, haben alle mit Leserverlusten zu kämpfen. Natürlich, also der durchschnittliche Leserverlust beträgt in der Republik ungefähr 4,5%. Und es gibt Zeitungen, die verlieren um die 8 und andere, die verlieren weniger, zwischen 1 und 2. Aber das Problem haben alle. Die Schwierigkeit ist halt nur, wenn wir über Print reden, selbst wenn man kein Verleger ist, der die Zeitung runterspart und ausquetscht, sind es immer noch die gedruckten Zeitungen, die die Cash-Cow sind. Und es ist nicht online. Und deswegen finde ich, man muss einerseits natürlich radikal denken und dass du das richtig durchgerechnet hast, das glaube ich dir sofort, das konntest du schon immer, sonst gäbe es die Taz nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir aus journalistischen, aus publizistischen, aber auch aus ökonomischen Gründen noch sehr viel länger zweigleisig fahren. Also mir kommt das immer so vor, also wir haben da eine alte Kuh, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sie ist auch nicht mehr so ganz fit, aber sie gibt immer noch Milch, die können wir verkaufen und wir haben wir die Kohle, und zwar auf die Hand. Und dann gibt's da das Kälbchen, das versuchen wir zu päppeln seit jetzt Mitte der 90er Jahre und es will nicht so richtig wachsen und es gibt immer noch keine Milch. Dann kann ich doch nicht hingehen und die alte Kuh abschlachten oder verhungern lassen, bevor nicht das Kälbchen richtig Milch gibt. Aus diesem Grunde bin ich zum Beispiel überzeugt, dass es die Printzeitung noch lange geben wird. Ich bin auch überzeugt, dass es die Printzeitung weitergeben wird für eine Elite, was ich natürlich irgendwie mistig finde, weil ich finde, Zeitungen sollen für alle da sein. Aber es wird die Printzeitung als Luxusprodukt sowieso noch lange geben, aber darüber reden wir jetzt ja nicht. Aber selbst wenn diese Entwicklung so ist und selbst wenn die gedruckte Zeitung noch lange lebt, heißt es ja nicht, dass wir nicht radikal denken müssen, wie wir unseren Journalismus an die Frau und an den Mann bringen. Und dafür haben wir überhaupt noch kein Modell gefunden und auch alle Modelle, also ich meine, im Netz wissen wir, wie die Endgeräte in 3 Jahren aussehen oder in 5 Jahren aussehen, wissen wir nicht. Wir sind immer noch nicht in der Lage, unsere Inhalte so aufzubereiten, dass wir sagen, die Endgeräte sind uns doch egal. Wir switchen um und von einem Tag auf den anderen haben wir es nicht mehr auf der App, sondern haben es mobile oder sonst wie oder irgendetwas Neues, also iPad-App meinte ich jetzt, sondern machen irgendetwas Neues. Das wissen wir alles noch nicht. Deswegen müssen wir radikal denken und müssen da dran. Aber ich glaube, du solltest die Taz noch so ein bisschen im Druck leben lassen. Sie haben übrigens nachher auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Am Ende der Veranstaltung, vielleicht 10, 15 Minuten werde ich dafür reservieren. Genau, also Bascha, du sagst, online ist es nicht. Das bringt mich zu Friedrich. Doch, online ist es, aber wir wissen nicht, wie online. Ja, aber ich spitze das jetzt nochmal zu mit einem alten Zitat von Friedrich. Jetzt wirst du wahrscheinlich... Du wirst es nicht hören wollen, aber ich sag's trotzdem. Du hast vor 20 Jahren gesagt, nach meiner Erfahrung ist das Gequatsche im Internet nichts anderes als der CB-Funk der 70er Jahre. Ist nicht ganz so gekommen, ne? Doch. Im Gegenteil. Haben deine Eltern dir den Chat gesperrt oder was? Ich habe keine Eltern.
Ich habe damals auch gesagt, wer nichts wird, wird virtuell. Das war Mitte der 90er, so in der allerersten Internetblase. Und die kleine Minderheit von milliardenschweren Finanzinvestoren wird mir da heute recht geben, weil was dann danach abgebrannt ist an Geld für die abgeknalltesten Ideen, wo alle Milliarden investiert haben, um dann festzustellen, irgendeine Firma mit 14 pickligen Computer-Nerds hatte den gleichen Börsenwert wie IBM. So, das ist ja allen schön auf die Füße gefallen. Also da spricht aus mir und spricht auch heute ein eher konservativer Mensch, der sagt, ja, gerne, wenn ihr unbedingt wollt, verbrennt euer Geld, ich komme dann, wenn es Sinn macht. So, in dem Sinne kann ich das nochmal nachempfinden, was ich damals gesagt habe. Ich hatte jetzt eben die Assoziation, ich habe im Studium auch noch gelernt, Zelluloid. Zelluloid ist eine Emulsion, hat Pigmente, das sind Naturstoffe. Das menschliche Auge wird immer Zelluloid im Kino, im Fernsehen, im Bewegtbild sehen wollen. Nichts, fast nichts von dem, was wir heute im Bewegtbild sehen, hat noch irgendwas mit Zelluloid zu tun. Wir schmunzeln über Meldungen, dass der Anteil von Vinylschallplatten wieder steigt im Audiomarkt. In Wirklichkeit steigt er natürlich nur relativ, weil die CD gerade vor sich hin stirbt und in Relation dazu in einer ganz kleinen Nische stirbt. Ja. Und das sind zwei Assoziationen zu der dritten, zu dem Papiergeraschel am Frühstückstisch. Und zumindest die Idee von Kalle und von der Taz, diese sehr absehbare Entwicklung zu denken und zu rechnen, kann ich nur begrüßen, halte ich auch im Sinne dieser Beispiele für realistisch. Ich erinnere mich, dass wir, ich glaube, 15 oder 20 Jahre Taz mal gefeiert haben und damals machte die Taz immer diese Kampagnen, wenn ihr jetzt nicht abonniert oder wenn ihr jetzt nicht spendet, dann stellen wir die Taz ein, dann ist vorbei. Und für eine 17-, 18-jährige Zeitung hatte das sehr naheliegend die Assoziation, das ist wie beim ersten Liebeskummer, man sagt, ich bringe mich um, gehe zu meiner Beerdigung und dann will ich sehen, wie ihr heult. Das ist nochmal ein schöner Moment. So, jetzt ist die Taz 40, das ist das Alter, wo wir normalerweise sagen, ich schmeiße alles hin und werde Heilpraktiker. Fangen wir nochmal ganz anders an. Von daher find ich das auch biografisch völlig okay, für die Taz jetzt in diesem Moment ihrer Biografie darüber nach, ihres Lebenslaufes darüber nachzudenken, will das aber nicht überstrapazieren. Für mich ist rasend spannend ein Widerspruch, den ich nicht lösen kann und den ihr jetzt werdet lösen müssen, viel Spaß damit. Die Taz kommt ja nicht zu spät für das Internet, sondern hat für die Art von Internetpublizistik, wie sie jetzt entsteht, vieles vorerfunden. Ihr nennt es Genossenschaft, sie nennen es Crowdfunding. Ihr nennt es Basisjournalismus, also am Anfang, das ist auch in dem schönen Buch, sehr empfehlenswert übrigens, dokumentiert, am Anfang hat jede Bürgerinitiative ihr Flugblatt geschickt und hat gesagt, wenn ihr ein Komma verschickt, dürft ihr es nicht drucken. Diese kleine Matz eben fing an mit den goldenen Worten, die Menschen fühlten sich falsch informiert von den Medienmonopolen. Die AfD wird ja in 40 Jahren das Gleiche über die Jetztzeit behaupten. Also da sind wir in einer ganz schwierigen Gemengelage. Worauf ich hinaus will, ist, die Taz hat diesen Grassroots-Journalismus für Deutschland erfunden, professionalisiert, wirtschaftlich möglich gemacht. Sie hat auch das Finanzierungsmodell entdeckt. Und jetzt ist das Spannende, wo ich auch nicht aus der Hüfte ein Rad raustun kann, ist noch eine klassische Bauernregel, wenn man am Gras zieht, wächst es nicht schneller, man reißt es aus. Also wenn jetzt die Taz als ehrwürdige Tante Taz, die sie ja auch schon ist, zu den nächsten, übernächsten Generationen geht und sagt, jetzt hier habt ihr das Logo Taz, hier habt ihr den Namen, den Ruf, auch unsere journalistische und kaufmännische Professionalität und nun macht das irgendwie im Internet, dann ist sehr gut möglich, dass die sagen, ja, brauchen wir euch nicht für. Also wie man jetzt diesen Schritt ins Digitale hinkommt und da bin ich dann doch eher ganz bei dir, Bascha, sagt mir wie. In meiner Branche, es war ja gerade ein ganz gutes Beispiel, da waren Stefan und Matthias hier, und hätten jetzt was erklären können, haben auch was erklärt über das Buch 40 Jahre Taz. Und dann kommt aber ein Film, in dem Stefan und Matthias was erklären. Und wir gucken den alle schön zusammen und anschließend applaudieren. Das ist im Theater auch also, immer so. Ja, das ist aber eigentlich eine hübsch absurde Situation, weil anschließend stehen die beiden wieder da und wir könnten sie alles fragen. Das heißt, wir sind, und das ist ein sehr typisches Merkmal für diese Zeit und auch eine Aufgabe für die Taz,
diese Schlacht ums Bewegtbild. Also gerade die Printtitel führen ja einen Krieg gegen die ARD, weil die ARD angeblich zu viel Texte macht. In Wirklichkeit sind alle Printseiten rappelvoll mit Bewegtbild. Das Schwierige jetzt speziell für meinen Berufsstand als Bewegtbildschaffender ist, jeder, der im Internet Bewegtbild handelt oder handelt, kann damit Geld verdienen. Niemand, der es herstellt, kann Geld verdienen. Also es ist so viel fertige Bewegtbildware am Markt, an internationalen Märkten. Jeder kann mit seinem Mobiltelefon etwas produzieren. Mancher hat noch einen Film zu Hause im Schrank liegen. Es ist ein völliges Überangebot da. Und eine Refinanzierung auch des Journalismus, wie auch der Kunst, ist im Moment nicht gegeben. Gleichwohl der Marktunterschied, der Vorsprung, den sich Marken, ob das jetzt Spiegel oder Bild oder Welt oder Welt 24 oder wer auch immer ist, sich zu erwerben trachtet, ist zum einen eine sehr hastige Sekundenaktualität, also der Abschied von dem alle 24 Stunden Einschlag Informationen ist sowieso schon passiert. Und das zweite ist das Bewegtbild, das noch mal teurer zu refinanzieren ist, als bisher Zeitung und Journalismus waren. Das sind so die zwei, ich kann nur noch mehr Fragen stellen, tut mir leid. Ja, lasst uns kurz bei dem Crowdfunding-Aspekt bleiben. Genau, also da ist ja die Taz tatsächlich Vorreiterin Avantgarde gewesen. Jetzt könnte man sagen, versuchen wir genau dieses Modell ins Internet zu verlagern. Da kommt jetzt Aline ins Spiel, Taz zahle ich. Da gibt es aber folgende Probleme. Um Geld mit Journalismus im Internet zu verdienen, müssen mehr Leute im Prinzip auf unsere Seite kommen. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass weniger Menschen auf die Taz-Seite kommen als noch vor einem Jahr. Also die Zahlen sinken. Und eine Studie besagt, dass selbst 40-Jährige kaum mehr Zeitung lesen. Also man muss die ja sozusagen erstmal auf die Seite bringen, damit sie bezahlen. Was kannst du uns über dieses Leseverhalten erzählen, Aline? Oder was sind das überhaupt für Leser? Welche Leser sind das, die zu uns kommen? Sind das am Ende sowieso unsere Genossen, die wir schon haben? Oder sind es neue Leser? Und in welchem Alterssegment bewegen die sich? Also ist da wirklich Zukunft im Spiel? Also wir wissen über Befragungen von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, dass es auch die Alten sind, unsere Heavy-User, aber das sind so 10% oder so, die Mehrfachtäterinnen sind. Die anderen sind jünger, aber jetzt auch nicht super jung, die sind so um die 40. Wir wissen über die auch, dass die sonst eigentlich ähnlich sind wie die anderen Taz-Leserinnen und Leser. Die wählen Linke und Grüne, die haben besseres Einkommen, sind gebildet, sind oft in einer anderen Lebensphase einfach und entwickeln sich noch weiter dahin, wo dann die jetzigen Print- und Printleserinnen oder Genossinnen sind. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht das alleinige Finanzierungsmodell sein wird und soll. Das sagt dieses Szenario ja auch aus, dass es darum geht, dass ein Pfeiler von der Finanzierung der Online-Journalismus ist, dass es tatsächlich ist, dass die Leute da freiwillig zahlen. Es ist nicht die Idee, dass das alles trägt und dass das alle machen. Dass weniger Leute auf die Seite kommen, hat jetzt bei der Taz im Speziellen auch viel damit zu tun, dass wir uns darauf konzentriert haben, eine qualitative Reichweite aufzubauen und keine große Reichweite. Es geht uns ja, weil wir keine Anzeigenerlöse haben, auch online nicht, darum, dass viele Leute auf die Seite kommen und klicken, sondern es geht uns darum, dass die Leute, die da sind, Geld bezahlen und dass die Leute, die da sind, an die Taz gebunden werden und näher an die Taz rankommen und am Ende durch so einen Tunnel rutschen. Genau, das ist eher der Plan als eine große Reichweite, weil die zielt ja auf Anzeigenerlöse ab. Und du würdest also sagen, der Gedanke der Solidarität, die solidarische Methode, wie wir das nennen, die ist auch tatsächlich, also die ist ins Internet transferierbar und diesen Schritt müssen wir jetzt einfach schaffen. Ich würde das auf jeden Fall sagen und ich würde auch diese Angst mal versuchen loszulassen, dass wenn man die Papierzeitung nicht mehr hat, dass dann die Qualitätsstandards des Journalismus auf einmal weg sind. Das ist nicht so, das ist nicht ans Papier gebunden und ich würde dieser Generation oder den jüngeren Leuten das Vertrauen gegenüberbringen, dass sie einen eigenen Weg finden werden, diese Standards aufrechtzuerhalten, aber vielleicht einfach nicht auf Papier. Und die Qualität wird genauso bleiben. Es wird halt andere Medien geben, es wird andere Mittel geben. Wir wissen nicht, ob das irgendwann der Spiegel ist, wo es langläuft. Da stimme ich dir total zu. Kann sein, aber auch das wird eine gute Lösung sein.
Zeitungen haben ja auch sowas wie ganz klar Orientierung gegeben. Und diese Orientierung ist natürlich im Internet nicht so einfach abrufbar. Also zwischen Fake News und Anzeigen ist es natürlich viel schwieriger, sich zu bewegen. Und das hat natürlich auch unmittelbare Folgen für unsere, ja, für die politische Öffentlichkeit, für die Demokratie. Das sehen wir gerade sehr deutlich. Vielleicht nochmal Friedrich. Du hast irgendwann mal gesagt, dass das Internet ja auch einen Dialog ermöglicht und dass aber diese Utopie, dass viele für viele senden, immer gescheitert ist. Wenn ich jetzt sage, das, was wir jetzt gerade erleben, in Bezug auf das Digitale oder was ist die Frage stellen, was ist das Internet heute, da haben wir tatsächlich eher einen dystopischen Moment, oder? Oder siehst du es nicht so schwarz? Ja, wobei ich mich eben schwer tun würde, damit mit einer Momentaufnahme, sagen wir mal aus dem Wilden Westen, zu erklären, wie Amerika funktioniert. Die ermorden zwar immer noch Leute mit staatlichen Todesurteilen und die wählen immer noch ziemlich lustige Leute zu Bürgermeistern, aber ganz kriegt man es damit nicht erklärt. Im Internet ist jetzt in vielerlei Hinsicht, gerade was Journalisten, was Meinungsbildung, Meinungsvielfalt angeht, Wilder Westen, da kann jeder alles machen. Das hat Brecht vermutlich weder gemeint noch erhofft noch vorhergesehen, als er zuge Brechtsche Radiotheorie diesen Claim aufgestellt hat, jeder ein Sender, jeder ein Empfänger. Das ist im Radio schiefgegangen, also es gab damals so die Arbeiterradiovereine und so ein kleines Radio, mit dem man seinen Stadtteil beschallen konnte, kostete auch in den 20er Jahren Bauteile. Also es konnte sich ein Arbeiter auch leisten, aber die Obrigkeit hat natürlich streng drauf geschaut. Es war beim Fernsehen komplett unfinanzierbar, weil Fernsehtechnik halt unfassbar teuer ist. Trotzdem hat man es mit offenen Kanälen versucht. Da kamen aber komischerweise Leute hin und haben sich sofort professionalisiert. So wie in den offenen Kanälen des Radios auch. Die Taz ist eine Zeit lang auch apostrophiert worden, die das gleiche Problem jeder Sender, also einen ubiquitären Zugang zu einer gedruckten Plattform. Gleichzeitig galt die Taz dann sehr bald als die Journalistenschule der Nation. Also sie hat eine erhebliche Professionalisierung an diesen Bürgern und Bürgerinnen, die da Printjournalismus gemacht hat, vorgenommen. Was jetzt da draußen passiert, Ich versuche jetzt nicht so kulturpessimistisch zu sagen, oh ja, jetzt geht Brecht einmal in Erfüllung, jeder ein Sender, jeder ein Empfänger, und dann sieht man, wie blöd sie sind und wie gefährlich sie sind. Sind blöd, sind gefährlich, aber es ist eine Momentaufnahme. Und das Riesen-Comeback der Vernunft, heute Abend der vollbesetzte Saal ein gutes Beispiel dafür, steht unmittelbar bevor. Also ich würde da ungern so hoffnungslos dran gehen wollen. Ja, genau, vielleicht Bascha. Was Digitalismus verändert unseren Journalismus? Was ist für dich die größte Herausforderung oder was denkst du ist die größte Gefahr in dieser Digitalisierung, die uns eben alle, die unser Schreiben und unsere Inhalte letztlich auch verändert, nicht? Ich würde gar nicht von der Gefahr reden, sondern von der Chance. Also wir haben unendlich viele Jahre in der öffentlichen Debatte, also der Medienleute untereinander, haben wir Print versus online diskutiert. Was ein Schwachsinn. Darum geht es überhaupt nicht. Worum es geht, ist tatsächlich, schaffen wir es, den Journalismus zu retten. Und zwar jetzt auch mal ganz unabhängig von den technischen Möglichkeiten, ob wir eine Zeitung drucken, ob wir sie online machen, sondern der Journalismus als eine Form der öffentlichen Information, die bestimmten Regeln unterliegt und dadurch eben sehr viel stärker kontrollierbar ist und so weiter und so weiter, der Wahrheit verpflichtet ist und alles Weitere, das ist ja nicht nur in Gefahr, weil wir keine Vertriebsmodelle mehr haben, die uns Geld bringen, sondern das wird ja von allen möglichen anderen Seiten einfach kaputt gemacht. Und da kann man bei Trump anfangen und kann über die AfD gehen, aber eben auch über eine bestimmte Form des veränderten Mediennutzenverhaltens, das sich durch das Netz etabliert hat. Und wo es für, also teilweise wirklich schwer ist, Leuten klarzumachen, es gibt einen Unterschied zwischen Informationen aus der Blase und Informationen, die ich mir aus seriösen Quellen zusammensuche. Und deswegen meinte ich das vorhin auch, also ich glaube, die beste Chance, weil du das vorhin sagtest mit dem Qualitätsjournalismus,
die beste Chance, wie wir Qualitätsjournalismus ins Netz retten können, wenn wir das denn wollen, ich glaube, viele wollen das auch überhaupt nicht, dann ist das eine Marke. Ganz schlicht. Von dem Moment an, wo du eine Marke hast und eine Marke dafür steht, dass es vernünftiger Journalismus ist, dann kannst du das natürlich auch ins Netz übertragen. Wenn du keine Marke hast, dann glaube ich, müssen Leute zu Recht anfangs misstrauisch sein und das Ganze überprüfen. Und viele neue Marken, die ausschließlich im Netz gegründet worden sind und versucht haben, sich als journalistische Marken zu etablieren, sind meiner Meinung nach Gott sei Dank gescheitert als seriöses journalistisches Angebot. Also da hat die Taz, glaube ich, eine gute Chance, weil sie ist eine Marke, sie steht für eine bestimmte Form des Journalismus. Naja, wir haben auch nicht immer Qualität produziert, oder? Aber wir haben uns immer bemüht. Das ist eine Chance, aber das ist auch ein unendlich mühsames Geschäft, weil wir uns fragen müssen, wer will denn eigentlich noch seriösen Journalismus haben? Jetzt mal ganz unabhängig, auf welchem Wege er vermittelt wird. Da würde Kalle, glaube ich, jetzt widersprechen. Er sagt schon, es ist ein Vertriebsproblem und je mehr Kriege und je mehr Trump und Putin und whoever sind gut für die Zeitung, nicht? Das ist leider so, ja. Die Taz hat immer, das muss man leider sagen, von diesen Krisen profitiert. Das fing bei Tschernobyl an. Das war also, eine Krise war immer Auflagen steigernd und auf höhere Auflage hieß immer mehr Geld. Von der Marke, glaube ich, Ich meine nicht die politischen Krisen, ich meine das, was sie mit der Öffentlichkeit anstellen, solche Leute wie Trump. Aber wir haben doch, diese Zeitungskrise ist ja eine Strukturkrise eines Wirtschaftsmodells. Das mit den Anzeigen funktioniert nicht mehr und du musst von der Marke zur Mark kommen, also von der Marke zum Euro kommen. Und du hast ja recht, also das Papier geht pro Jahr 5%, dann kann man sich ausrechnen, wie das weitergeht. Und die digitalen Erlösmodelle, die kommen nicht, die gibt's nicht. Die waren bisher nicht erfolgreich. Und deswegen, also man könnte dann anfangen zu diskutieren über diese 8 Milliarden. Ne? Die 8 Milliarden, die die Rundfunk- und Fernsehanstalten bekommen, das macht die FAZ ja gern und sagt, da ist das Geld zu holen. Ich glaube, dass man das tun müsste, aber also dieses Tun, das können wir als Taz, wir müssen uns um unsere eigenen Sachen kümmern, weil wir unseren eigenen Arsch retten müssen. Aber eigentlich müsste man tatsächlich darüber diskutieren, weil es muss ja ein gesellschaftliches Interesse an Journalismus geben. Möglicherweise gibt es auch ein Interesse daran, Alternativen zum öffentlich-rechtlichen System, so wie es sich jetzt darstellt, zu haben. Deswegen muss man entweder darüber reden, dass man das modifiziert, dass man diese 17,50 Euro oder wie viel es jetzt ist, die hier jeder im Saal zahlt, dass man damit nicht nur die öffentlich-rechtlichen Anstalten, so wie sie heute funktionieren und wahrscheinlich große Wasserköpfe auch sind, finanziert, sondern dass man damit tatsächlich einen gesellschaftsnotwendigen Journalismus finanziert oder dass man über Alternativen nachdenkt, dass man zumindest mal die Alternativen, die es gibt, Crowdfunding oder genossenschaftliche Modelle oder Stiftungsmodelle oder sowas, dass man die steuerlich besser stellt, als sie es heute. Im Moment passiert es ja gerade, hat Olaf Scholz gesagt, dass jetzt von den 19% Mehrwertsteuer die Zeitungen und auch Bücher für digitale Produkte abführen müssen, auf 7% runtergehen. Das wird jetzt kommen. Aber eigentlich stellt sich die Frage, warum muss da überhaupt Umsatzsteuer für bezahlt werden? Weil bei den Öffentlich-Rechtlichen wird überhaupt keine Steuer auf diese Abgabe bezahlt. Eine Frage noch an Bascha und dann öffne ich zu Ihnen. Ich glaube, es gibt nämlich Fragen und Unbehagen. Ich öffne gleich zum Publikum. Verstanden? Also eine Frage noch an Bascha. Jetzt möchte ich aber lauter sein als Sie, okay? Bascha, wie oft hast du dir in den letzten Jahren eine Genossenschaft zurückgewünscht? Eine Genossenschaft ist ein großartiges Modell, ist doch klar. Ich meine, ich gehörte leider Gottes zu den Doofleuten, die damals keine Genossenschaft haben wollten. Damals waren wir ja in der Redaktion zum größten Teil gegen die Genossenschaft, weil wir uns einen potenten Verleger gewünscht haben, der uns endlich mal die Kohle gibt, damit wir
einfach mehr Geld haben, um Journalismus zu machen, um guten Journalismus zu machen und nicht immer sozusagen von der Hand in den Mund leben müssen. Aber wir haben uns natürlich total geirrt. Und ich glaube, alle, die sozusagen diese Phase des großen Streits in der Taz, was wird das zukünftige Modell, Genossenschaft oder Verlegermodell, die das mitgemacht haben und dann noch dabei geblieben sind, so wie ich zum Beispiel, die waren spätestens nach ein paar Jahren kuriert. Also als man gesehen hat, wie Verleger hingegangen sind, im Osten Zeitungen aufgekauft haben, denen sonst was versprochen haben und in 0, nicht sie wieder platt gemacht haben und so. Also spätestens nach 2-3 Jahren waren wir alle kuriert und die Genossenschaft ist ein großartiges Modell und ich halte sie immer noch, weil du hast es ja selbst gesagt, es geht um eine Gesellschaft, die Journalismus haben will, in welcher Form auch immer, aber Journalismus und nicht sozusagen irgendwelche Nachrichten, die in die Welt gepustet werden. Und dafür soll eine Gesellschaft gefälligst auch zahlen, verdammt nochmal. Und alle staatlichen Modelle, die skandinavischen Länder haben ja so etwas, die finde ich einfach schwierig. Du hast mal gesagt, lieber Kalle, eine Gesellschaft, die keine Zeitung finanziert, verdient sie auch nicht. So schlau warst du mal. Ja, liebes Publikum, jetzt dürfen Sie. Wo sind Fragen? Ich sehe es nicht so ganz gut, aber Matthias, würdest du das Mikro mitnehmen? Schau, da rechts oben, genau. Danke. Schönen guten Abend. Ich würde gerne wissen, wer von Ihnen auf dem Podium glaubt, dass die jungen Leute, über die ja immer so viel gesprochen wird, als Hoffnungsträger, dass die diese Artikel, diese gut recherchierten und gut recherchierten Artikel, die heute in der Taz und auch in der Frankfurter Rundschau erscheinen, dass die, die auf ihrem Handy oder auf ihrem kleinen iPod oder was da alles so gibt, lesen werden. Ich möchte die Frage stellen, ob Sie nicht eher glauben, was die Pashamika gesagt hat. Wir müssen hier nicht Digitales oder Print gegeneinander ausspielen. Wir müssen den Journalismus retten. Also ich kann mich dem anschließen. Ja, wir müssen den Journalismus retten. Es geht mir auch gar nicht um die Printzeitung. Es geht mir darum, dass die Artikel, die Sie erwähnen und die sicherlich gut sind, nicht da sind, weil sie auf Papier gedruckt sind. Die sind da, weil jemand die im Kopf hatte und sie aufgeschrieben hat. Sie sind gewohnt, die auf Papier zu lesen. Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin gewohnt, das auf dem Handy zu lesen oder auf dem Computer, aber ich lese denselben Artikel. Und am Ende ist das, was zählt und da sind wir uns einig. Und ich kann das verstehen, dass man die Zeitung vermisst und dass man irgendwie emotionale Gefühle dazu hat. Aber das ändert nichts daran, dass wir für die gleiche Sache kämpfen, für den Journalismus. Und da würde ich echt aufpassen mit diesem, das geht alles unter, wenn die Zeitung weg ist. Hallo, ich bin schon ein etwas älteres Semester. Ich lese jeden Tag die Nachdenkseiten im Internet und bin sehr beeindruckt über diesen tollen Journalismus von Albrecht Müller und von dem Jens Berger, der gleich hier mit am Mikrofon sitzen wird. Das heißt, wenn wirklich was Alternatives angeboten wird, Dinge, die ich sonst nicht höre, Friedensaktivitäten, dann lese ich Internet, auch KenFM und also und Neue Rheinische Zeitung. Und das ist auch guter Journalismus. Vielleicht darf ich mich gleich anschließen. Ich bin über 40 Jahre in dem Metier tätig, überwiegend schriftstellerisch, also literarisch, aber auch publizistisch. Und ich lese sowohl die FR, Frankfurter Rundschau, als auch die Taz oft nur mit Zorn im Bauch. Ich will mich jetzt hier nicht auf eine ideologische Diskussion einlassen, aber was ich da lese über die Aggressionspolitik der USA gegenüber Russland zum Beispiel, diese Einseitigkeit,
Ja, Sie winken schon wieder ab. Ja, wissen Sie, das ist kein seriöser Journalismus, der da läuft. Nein, das ist nicht das Thema der Veranstaltung. Es tut mir leid, aber das, es gibt gut, nämlich noch. Es gab vor Ihnen noch eine Wortmeldung außerdem. Sie haben sich einfach das Mikro genommen. Naja, wir leben in einem freien Land, ja. Ja, genau. Und alternative Medien haben wir auch einige. Ich möchte dem Herrn hier vorne dieses Mikro geben, bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Herold Binsack. Ich selbst bin Blogger, aber als solcher sehe ich mich eigentlich gar nicht. Ich sehe mich als politischer Mensch, auch schon seit mehr als 40 Jahren, so lange, wie es die Taz gibt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht über, obwohl sie es fast geschafft haben, an diese Grenze zu kommen, ein bisschen enttäuscht über, die Taz ist ja eine linke Zeitung, ne? Und zumindest ihre Gründer haben auch noch Marx gelesen, dachte ich zumindest. Und ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, über den Horizont. Sie fassen es zu flach. Es gibt kein Problem Print kontra Online. Es gibt auch kein Problem nur Zeitung. Es gibt das Problem Markt, Marktwirtschaft, Verwertung des Werts. Wir leben in einem Zeitalter und es zeigen die Printmedien, in denen wir erkennen können, es wird nichts mehr gekauft. Preis, Wert, Lohn, Preis und Profit, das stimmt alles nicht mehr. Und die Printmedien erfassen das als erstes, tja, weil sie sind auch kostenlos zu haben. Eben übers Internet. Und das Internet hat nicht nur diesen Korridor aufgemacht, etwas kostenlos zu bekommen. In der Tat hat das Internet die Möglichkeit geschaffen, wie Brecht schon richtig erkannt hat, vielleicht anders gemeint, das weiß ich nicht. Ja, jeder ist Sender und Empfänger zugleich. Und in der Tat, wir sind es alle geworden, Sender und Empfänger. Und nicht alle von uns sind einfach nur Verschwörungstheoretiker oder sonstige Idioten. Ich sehe da auch eine enorme Entwicklung hin. Wir werden alle wegkommen von nur Leser sein. Wir konsumieren nicht, wir produzieren. Das heißt, die Krise der Gesellschaft ist die Krise der Trennung zwischen Produzenten und Konsumenten. Und wenn wir das nicht begreifen, dann begreifen wir gar nichts mehr. Das ist das Jahrhundert vor uns. Und eigentlich wäre es das, was Marx mal als kommunistisch beschrieben hat. Nur wir schaffen es irgendwie nicht dahin. Aber die Probleme holen uns ein. Okay, danke. Ich würde jetzt einfach sammeln, glaube ich. Ne? Dann haben wir... Da links, schaust du mal kurz, da links sind zwei Keine weiteren Co-Referate. Genau, Sie müssen sich jetzt wirklich alle sehr kurz fassen, weil sonst können wir keine Antworten hören. Ja, ich habe auch kein Co-Referat, ich habe einfach eine Frage an Herrn Ruch. Es gab vor einiger Zeit ein Interview mit einem Kollegen von der französischen Online-Zeitung Mediapart. Und eine sehr erfolgreiche Zeitung ist online gegründet worden, hat, ich glaube, 170.000 Abonnenten, bietet Qualitätsjournalismus. Und meine Frage ganz einfach an Sie, ist das ein Modell für Sie oder haben Sie da große Zweifel und Kritik daran? Danke. Wir nehmen jetzt noch zwei Fragen mit, ja? Und dann antwortet Kalle. Drüben der Herr mit der Brille hatte sich gemeldet. Ja, danke. Ich wollte eigentlich kurz widersprechen, was vorhin gesagt worden ist, dass die Leute nicht bereit sind, im Internet zu zahlen. Es ist ja nicht mehr so, sondern es gibt ja inzwischen, wenn man nach rechts und links schaut, schon durchaus, sieht man ja, dass Menschen bereit sind, für hochwertigen Content auch zu bezahlen, Stichwort Spotify. Und meine Frage wäre eben, auch weil ja heute Abend öfter mal der Satz fiel, man muss radikal denken, wenn es um die Zukunft des Journalismus ging, wäre meine Frage, inwieweit können wir denn... von solchen Anbietern wie Spotify, die ja bewiesen haben, dass es möglich ist, sozusagen Erlöse zu erwirtschaften im Internet mit hochwertigem Content. Was könnte man denn als Journalist, muss Erzeuger davon lernen? Oder kann man was davon lernen? Okay, vielen Dank. Jetzt Kalle. Also wenn die Taz heute gegründet würde, würde es ja auch nicht mehr als Zeitung gegründet werden, sondern als Internetprojekt, so ähnlich wie Mediapart. Wir hatten neulich die Generalversammlung im September, dann kamen diesmal natürlich ganz besonders viel Taz-Genossinnen nach Berlin, über 400. Und dann gab es auch eine Diskussion mit einem Vertreter von Mediapart, einer Vertreterin des Projektes Genossenschaft Republik aus der Schweiz und einer Vertreterin von Mother Jones aus den USA. Also alles drei Projekte, die versuchen, entweder die Transformation ins Digitale über Crowd zu schaffen oder als digitale Projekte crowdfunding-mäßig gegründet wurden. Das Besondere an der Taz ist ja eigentlich, dass wir diese Idee des Crowdfundings schon 1978, vor 40 Jahren, bei der ersten Nullnummer als Vorausabos hatten, aber dass dann diese Form der
Genossenschaft, das ja also dieses Modell dann letztlich zusammengebracht hat, also Produzenten und Konsumenten zusammengebracht hat. Bei der Taz-Genossenschaft ist es ja so, wir kommen aus der Tradition des selbstverwalteten Betriebes, des Kollektives, also wir Mitarbeiter, uns gehörte mal die Taz, selbstverwalteter Betrieb, und dann haben wir gesagt, die Diskussion Investor oder anderes Modell, unabhängiges Modell für die Zeitung, wir haben uns für die Genossenschaft entschieden, aber die Genossenschaft ist jetzt so, dass wir als Mitarbeitende, als Produzenten einen besonderen Einfluss haben. Wir sind eine Produktionsgenossenschaft innerhalb einer Konsumgenossenschaft. Die 18.000 Mitglieder der Genossenschaft, die zahlenden Mitglieder, sind die Konsumgenossen und wir sind die Produktivgenossen. Und das, finde ich, ist das, das Modell, was bei der Taz über dieses normale Crowdfunding, wo man die Crowd eigentlich nur als zahlende Masse sieht, als konsumierende Masse sieht, das ist das andere, weil bei uns fühlt sich auch jeder, der Konsument ist, Leserin ist oder sowas, ist auch beteiligt am Unternehmen und macht sich auch die Gedanken, wie das Unternehmen Taz überleben kann. Und ich sage immer, es ist nicht unsere Zeitungskrise. Wir haben null Probleme, wir kommen wunderbar. Es waren die letztbesten 10 Jahre der Taz überhaupt, die ich erlebt habe, die letzten 10 Jahre. Es gibt kein Problem. Also wir fühlen uns, es ist ein bisschen ein Dilemma, dass wir oft von Krisen profitieren. Das ist tatsächlich so, früher waren das die Blaulichtereignisse, die dazu geführt haben, dass die Auflage der Taz dann gut war und dass wir von solchen Krisen profitieren. Aber ich bin ganz sicher, dass von allen, die jetzt versuchen, irgendwie diese Transformation zu schaffen, die Taz mit Sicherheit am längsten das schaffen wird. Ja, das. Na, wir müssen leider. Oder kannst du es ganz kurz vielleicht beantworten? Danke. Ja. Zu Spotify ganz kurz, ich glaube, 2 wichtige Sachen dazu würden mir da spontan einfallen. Wir können vor allem daraus lernen, dass wir den Journalismus nicht aus der Hand geben sollten als Verlage und als Zeitungsproduzenten und Nachrichtenproduzenten, damit nicht Drittanbieter schneller mit Geschäftsmodellen um die Ecke kommen und Geld damit machen, was eigentlich bei uns landen sollte. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir sollten uns vom Produkt lösen. Sie mussten sich von dem Album trennen, was ein Künstler oder eine Künstlerin hatte. Und wenn wir uns davon, von diesem Album lösen, von der Zeitung und an die Musik denken, an den Journalismus, an die Nachrichten, dann können wir die neuen Geschäftsmodelle finden zu Spotify. Vielen Dank, Aline. Ja, die Taz hat viel Erfahrung mit Trial and Error, Triumph und Scheitern, Scheitern und Triumph lagen da schon immer näher beieinander als woanders. Uns gibt es seit 40 Jahren, uns wird es auch in 40 Jahren noch geben. Vielen Dank an das Podium, vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie mitdiskutiert haben und so viel Geduld hatten. Und bleiben Sie uns treu. Vielen Dank.